Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Part Metal Memories. Das ist ein neues Format auf meinem Kanal, da gab es bisher erst einen Teil von und ja, da hat mir jemand angeregt, mach doch mal Videos, und zwar der gute Thomas war's, mach doch mal Videos, in denen du immer so 10 bis 20 Alben aus einem und demselben Jahr aus deiner Vergangenheit nimmst, mit denen du so ein paar kleine Geschichten verbindest und berichte uns diese dann. So, das habe ich letztes Mal gemacht aus dem Jahr 1989, weil ich dachte, die erste Episode, die kann man ja mal 30 Jahre zurücksetzen. Ne? Und ja, das habe ich damit dann damals halt getan. Damals, vor zwei Wochen ungefähr war es. Ja, und das mache ich jetzt dann eben wieder. Es wurde in den Kommentaren unter dem ersten Teil angeregt, mach doch mal das Jahr 1992, da sind so viele schöne Scheiben rausgekommen. So, das stimmt. Ich muss aber vorweg sagen, das werde ich am besten, wenn ich mir das irgendwie merken kann, in jedem Teil vorher sagen. Es geht hier um meine persönlichen, damit verbundenen Geschichten mit verschiedenen Metal- und Rock-Alben. Und da sind dann nicht immer alle Alben dabei, die ihr vielleicht, oder du, der du das hier gerade vor der Nase hast, wunderbar 1992 fandet, ne? Oder mit denen ihr irgendwelche persönlichen Stories verbindet. Da gibt es auch viele Alben, die ich heute sehr gut finde, damals aber nicht hatte. Oder die damals einfach komplett an mir vorbeigegangen sind. Oder mich damals einen feuchten Scheiß interessiert haben. Das gibt's auch, die ich mittlerweile aber auch ganz gut finde vielleicht. Ja, also aus dem Kopf raus kann ich zum Beispiel sagen, es wird jetzt hier nicht Fear of the Dark von Iron Maiden kommen. Und ich bin auch bei weitem nicht der Meinung, dass dieses Album das beste Iron Maiden Album ist. Bei weitem nicht. Eigentlich war Fear of the Dark so eins der ersten Alben, wo es dann langsam so ein bisschen kritisch wurde mit der Band sogar, ganz genau genommen. Alles, was davor ist, hat bei mir Legendenstatus. Als Studioalben, ja. So, gut, das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Ja, dann kommen wir jetzt einfach mal zu den 20 Sachen, die ich hier neben mir zu stehen habe und gerade eben rausgesucht habe, hier aus meiner ganzen Sammlung rausgepuzzelt und dann gleich wieder anstrengenderweise wieder reinpuzzeln darf wegen euch. Ihr wollt doch alles von mir wissen, ey. Furchtbar ist das, ey. Ja, hättest mal auf deinen Kollegen hören sollen. Er hat gesagt, es ist nur schlecht, wenn man dieses Internet im Internet auf YouTube breit macht. Das bringt mir nichts Gutes. Tja, er hat recht gehabt. Nicht. So. Ich beginne. Als erstes haben wir da eine CD, die ich gekauft habe. Der eine oder andere wird es wissen, der den ersten Part von Metal Memories gesehen hat. In diesem Supermarkt, ne? Damals war das ein Wandmarker. Und der hat irgendwann umgebaut und dann war die CD-Abteilung nur noch halb so groß und das war dann immer noch ein bisschen schwieriger, da Metal-CDs oder Rock-CDs zu finden. Vorher war die doppelt so groß, die Abteilung, und dann ging das. Irgendwann haben die aber die CDs wegrationalisiert auf Angebote. Also du konntest dann irgendwie keine neuen Alben da mehr kaufen oder nur noch kaum. Die hatten dann einen ganz kleinen Pyramidenständer noch vielleicht, weiß ich nicht mehr genau, was in den Charts so war vielleicht aktuell. Und eben einen so einen größeren Ständer mit, also Regal-Dings mit Angebots-CDs immer noch. Deswegen ist der kleine Slane da immer noch weiterhin hingelaufen, ne? So, hüpfenderweise mit seinem Taschengeld. Und da habe ich dann irgendwann mal diese CD gefunden, die es jetzt hier als erstes gehen soll. Ich habe die nur mitgenommen, weil da ein Typ mit einer Gitarre drauf war und hatte keine Ahnung, wer denn das überhaupt ist und wen es da geht. Es geht um das Album Back Where I Belong von Tony Martin. Wie ich inzwischen natürlich weiß, war Tony Martin mal Sänger bei Black Sabbath und das ist dann auch so ziemlich der bekannteste Einsatz des Musikers. Er hat aber auch schon bei zahlreichen anderen Rock- und Metal-Bands gesungen. Mehr oder weniger bekannte Geschichten dabei, ne? Und das hier ist das erste seiner Solo-Alben. Es gibt da wohl einige, ich habe aber nur diese und kenne auch nur diese von seinen Solo-Werken. So, er hat zum Beispiel das Album Headless Cross und das Album Tür eingesungen bei Black Sabbath. Ich habe kein einziges Black Sabbath-Album mit dem guten Tony Martin hier auch in meinem Regal. Ich habe die alle nur digital da, durchs Radio halt, ne? Und mich auch nie groß damit beschäftigt, abgesehen von dem Titeltrack des Albums Headless Cross, weil der im Radio rauf und runter gewünscht wird oder wurde zumindest. So, Back Where I Belong hat aber nichts mit Black Sabbath zu tun. Tony Martin macht auf dieser Scheibe astreinen Classic Rock. Irgendwo zwischen melodischeren oder besseren Deep Purple und Uriah Heep, würde ich vielleicht ein bisschen sagen.
ne? Also Classic Rock halt. Und da sind wirklich ein paar sehr schöne Songs drauf. Damals, als ich zum ersten Mal gehört habe, musste ich mit der Scheibe ein bisschen warm werden, weil ich so ein bisschen auf der Heavy Metal, Power Metal Schiene war, als ich mir die geholt habe. Aber wenn man die dann ein paar Mal unter den richtigen Umständen hört, wenn man Lust auf solche Musik hat, dann kristallisieren sich schnell Songs raus, wie der Opener If It Ain't Worth Fighting For, oder sehr geil finde ich auch die Balladen auf diesem Album, die da heißen The Last Living Tree und If There Is a Heaven. Die finde ich sehr gut, die beiden Songs. Dann ist hier noch ein schöner Ohrwurm drauf, und zwar heißt das Ganze, wo ist es denn jetzt hier, wie hieß das Ding denn nochmal? Ach ja, Why Love ist auch noch eine schöne Ballade. India hat noch diesen, ja, oh, wow, wow, Refrain, ja, der hat so nochmal so ein bisschen was. Ja, das sind dann so auch die Highlights auf diesem Album für mich persönlich, und der Titeltrack Back Where I Belong ist auch sehr cool. Ja, ist halt guter Hardrock der melodischen Schiene, Classic Rock, Hardrock und Tony Martins Stimme, wenn man die natürlich mag, kann man sich die natürlich gut holen. Das war einfach irgendwie das Einzige, was in dem Laden da irgendwie an dem Tag stand. Ich war eigentlich erst schon so, oh Mann, ich möchte so gerne eine Hardrock-CD oder irgendwie eine Metal-CD haben und nachher schön hören. Ne? Und wenn Sönke dann zu Besuch kommt, kann man die auch zusammen vielleicht hören oder so. Ne? Und ja, dann fand ich erst nichts, weil ich die übersehen habe. Ich meine, das Cover ist schon so ein bisschen, wenn man so blättert, so klack, klack, klack. Ne? Bis ich dann noch ein zweites Mal durchgesucht habe, ob ich irgendwas übersehen habe. Und dann, ich hatte die ja übersehen und sagte, ach Mensch, der hat eine E-Gitarre in der Hand, kaum zu erkennen, weiß auf weiß. Dann nimmst du die jetzt einfach mit. So, wie gesagt, im Angebot, das waren damals, glaube ich, weiß ich nicht, 7 Mark, 8 Mark oder so, ich weiß nicht mehr genau. So. Dann kommen wir zum nächsten Album, und das ist eine sehr große und sehr bekannte, im Heavy-Metal-Bereich bekannte und berühmte Band. Das Album, um das es jetzt hier geht, ist allerdings nicht mein Lieblingsalbum der Band. Trotzdem verbinde ich irgendwie einige Erinnerungen damit. Es geht um die Band Saxon mit Forever Free. Das Album war damals neu, als ziemlich frisch in der Videothek unseres Vertrauens plötzlich dann auch ein CD-Verleihbereich aufgemacht hat, die dann ältere und neuere, aktuellere und CDs hat, und die war damals aktuell, und ich wusste nicht, dass es in diesem Jahr eine neue Saxon gab, und das Album, mein Lieblingsalbum von Saxon ist Solid Ball of Rock, ist einfach so, weil es auch mein Einstiegsalbum zu der Band war, ne? Und ja, ich wusste nicht, dass es die gibt, und dann, oh Mensch, guck mal, im Verleih natürlich, habe ich mir damals erstmal ausgeliehen und überspielt auf Kassette und dann die Kassette tot gehört. Und dann wenige Zeit später hatte ich ja noch Geld genug, mir das Ding dann mal zu leisten. Ja, das ist halt ein richtig, also ich finde, das ist ein unterbewertetes Saxon-Album. Kaum einer spricht irgendwie davon. Wenn du über Saxon mit Leuten diskutierst, dann hörst du nur Crusader, Denim and Leather, Strong Arm of the Law, die ganzen alten Klassiker halt, ne? Oder eben manchmal auch schon mal Solid Ball of Rock. Aber hierüber redet kaum einer. Vor allem der Titeltrack hier finde ich besonders geil im Bereich New Wave of British Heavy Metal. Dann finde ich, gut, okay, es ist ein etwas Hardrock-lastigeres Album in dem Fall. Mit so Songs wie Get Down and Dirty, I Just Wanna Make Love to You oder Best, ist ja auch Bastards drauf? Ne, wo war denn Bastards nochmal drauf? Nee, Grind heißt der, nicht, die singen ja immer Don't Let the Bastards Grind You Down, genau. Grind heißt der Song, das ist auch so ein bisschen hardrockiger. Aber es sind eben auch schöne Metal-Nummer drauf, wie Night Hunter und Cloud 9. Und sehr geil finde ich hier diese Akustik-Nummer, Halbballade, Iron Wheels. Was für ein mega geiler, genialer Ohrwurm. Ja, also finde ich. Ich habe den damals nur vor mich hingetrellert. Vor allem halt dieses Das muss live ja Feuerzeugatmosphäre gewesen sein. So, und ja, ich habe die halt eben damals, wie gesagt, ich habe immer noch diese Erinnerung daran, an diesen Aha-Effekt, als dann plötzlich unsere Videothek einen CD-Bereich hatte. Das war nämlich ein paar Monate oder fast ein Jahr, nachdem der offizielle CD-Verleih in Erfurt geschlossen hat, weil er sich nicht rentierte. Ja? Und da war ich erstmal so ein bisschen keine Musikquelle mehr zum Überspielen. Und deswegen habe ich übrigens dann auch irgendwann angefangen, selbst CDs zu kaufen, weil es nichts mehr im Verleih gab. Und dann machte in der Videothek dann das Ding hier auf. Ja, und ich finde das Cover-Artwork mega geil. Also es ist richtig geil gezeichnet. Ein bisschen erinnert mich der Zeichenstil, wenn es nicht sogar der gleiche Künstler ist, an das Album Soul Destruction von The Almighty. Da sieht man so ein grünes Dämonen-Echsen-Ding-Bumm und so. Das hat einen ähnlichen Zeichenstil wie hier dieser Adler, der hier gegen die Schlange kämpft oder was das hier ist. Drachen, Schlange, nö, ist eine Schlange. Ja. Gut, so. Schöne Erinnerung an dieses Album, und muss ich mir mal wieder geben, die Scheibe.
Jetzt kommen wir zu einer weiteren Lieblingsband von mir. Das Album, als es neu war, wurde im Metal Hammer mit Lobeshymnen dermaßen überschüttet und zugeballert. Und ich war damals schon so ein bisschen auf dem Trichter, ich mag nicht diese überhypten Sachen. Vor allem war es fast regelmäßig so, dass das Album des Monats, gab es ja immer im Metal Hammer, überhaupt nicht mein Ding war. Das waren meistens genau die Metal-Scheiben, die ich irgendwie überhaupt nicht, irgendwie weiß ich nicht. Hier, wie heißen die? Wie heißen denn die? Warpath oder so? Hatten da, glaube ich, mal ein Album. Und wie heißen denn die anderen? Crowbar war da mal dabei, genau. Und Warpath geht ja noch, fällt ja noch in den Flashback. Aber Crowbar ist ja dieses Sludge-Zeug, glaube ich, ne? Und das war uff. Und ähnliches war denn da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, war das eigentlich auch, war die 92 nicht auch so Anfang der Grunge-Phase? Moment mal eben. Was mache ich denn hier? Oh Gott. Schreib mal Deutsch, ey. So. Ja, 91 war das, als die Nevermind eingeschlagen ist. Die Metal-Szene hatte also gerade mit dem Grunge zu kämpfen. Und entsprechend benannte sich dann irgendwann auch später, kurze Zeit später, der Metal Hammer um in New Rock und Metal Hammer. Und da hatte plötzlich wirklich nichts mehr in den Reviews eine Chance, dass noch schön Heavy Metal, richtiger Heavy Metal war. Es musste modern sein. Es mussten zumindest moderne Einflüsse drin sein. Sonst war das out. Ich weiß nicht, das war so, Metal Hammer war irgendwie damals, oder das ist heute eigentlich auch noch so ein bisschen das Hipster-Magazin unter dem Metal-Bereich. Irgendwann habe ich auch aufgehört, das zu lesen. Bin dann auf Rock Hard umgestiegen und dann habe ich auch irgendwann mit aufgehört und bin dann umgestiegen auf Heavy oder was oder Metal Hard. Die waren viel besser, die Magazine. Jedenfalls fand ich das. So, jetzt geht es um Wasp. Und wie gesagt, das Cover-Artwork und ich meine, ich mochte die Band schon immer. Ja. Ich hatte, ich habe den Song, den Film Ghoulies 2 ist es, glaube ich, gesehen und da läuft Wasp im Abspann und da dachte ich, was ist das denn für eine Band? Das ist ja mega geil. Scream Until You Like It heißt der Song, der da läuft. Ich glaube, das war Ghoulies 2. Habe ich auch immer noch nicht in der Sammlung. Dem sollen sie mal die Ghoulies-Filme generell mal auf Blu-ray, ey, Leute. Wenn es das nicht sogar schon gibt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, daraufhin habe ich mir von West im CD-Verleih damals noch Sachen ausgeliehen, was es da so gab. Und das waren die Scheiben, wie heißt denn? Headless Children und die Dingsbums Circus, Electric Circus oder Inside the Electrics, irgendwie so. Und die fand ich mega geil, diese Scheibe. Ab da war das eine meiner absoluten Lieblingsbands. So, und dann kam jetzt halt eben dieses neue Album raus. Mit diesem untypischen Cover und dann weiß ich nicht, das sah aus, machen die jetzt Grunge und Metal Hammer feiert es auch noch. Hat mir den trotzdem, weil Fan der Band, gekauft, neu und war. Also das, was der Typ damals geschrieben hat in dem Review hier, kann ich nur zustimmen. Er hat gesagt, diese Scheibe hat eine ähnliche Präsenz, ja, in Form einer Rock-Metal-Oper oder der Oper nicht. Also es ist ja ein Konzeptalbum hier. Ähnlich wie, und er hat es dann verglichen mit irgendwo zwischen, also jetzt nicht vom Stil der Musik her, ja, aber von der übergreifenden Epik und dem Theme der Machart, wie soll man das beschreiben, als Gesamtwerk oder so, mit Pink Floyd's The Wall und ähnlichen Werken, ja. Also es ist halt eben so eine so Rockoper, irgendwie, wenn man so will. Und es geht irgendwie, ich weiß, ich habe nie verstanden, worum es geht hier. Wirklich nicht. Hier sind die Murders in the Room Morgue sowohl drin, als auch hier Chainsaw Charlie. Es muss ja hier irgendwie um Serienkiller oder sowas gehen. Ich habe keine Ahnung. Habe mich damit auch nie weiter auseinandergesetzt. Ich müsste das eigentlich mal machen. Auf jeden Fall ist The Crimson Idol mein Lieblings-Wasp-Album in kürzester Zeit geworden. Alleine schon Songs wie I Am One, ja, oder der erwähnte Murders in the Room Morgue, Chainsaw Charlie. Und was war hier noch drauf? Wie hieß denn nochmal diese geile Ballade? Das ist, glaube ich, der Abschlusstrack. The Great Misconceptions of Me. Riesig. Jetzt haben wir noch eine andere gute Ballade drauf. Wie hießen die nochmal? Oh, das kann man ja kaum lesen hier, Leute. Wie hieß denn diese scheiß Ballade nochmal? Dr. Rock da? Nein. Hold on to my heart, genau. So.
Und das ist einfach so das erste Wort, ich denke, wenn ich das Wort oder den Namen, den Bandnamen Wasp höre, wie ich mir diese CD ängstlich gekauft habe. In dem Glauben, oh nein, ähnlich wie bei Chroming Rose, machen die jetzt bestimmt, gehen die jetzt trendy in die Grungy-Richtung, ach du Scheiße, trotzdem magst du die Band ja, und ich hatte auch Geld und war nichts anderes Interessantes derzeit irgendwie im Laden, hier bei uns in der Förde und im CD-Laden halt, ne? Kaufst du die mal und dann. So, dann kommen wir zum nächsten Album. Das ist. Eine CD, die ich nur gekauft habe wegen dem Cover. Die Band kannte ich trotzdem schon. Und zwar durch den Song I Wanna Be Loved. Und der war auf irgendeinem Sampler, auf irgendeinem harten Heavy Sampler, glaube ich, war der. Und zwar geht es um die Band House of Lords. Und ich fand dieses Cover so geil mit diesem... Ja, was ist das jetzt? Ein Greif? Richtig? Ist das ein Greif? Löwenkörper und Adlerkopf und Flügel? Das ist, glaube ich, ein Greif, oder? Oder so, ja. Fand ich mega geil und vor allem, normalerweise ist sowas ja immer gezeichnet und das hier scheint ja irgendwie, entweder ist es sehr gut gezeichnet oder ist es irgendwie getrickst oder Photoshop fast oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall mega geiles Artwork. So, dann habe ich mir halt mal eine ganze CD von den House of Lords auf diese Weise gegönnt und dachte so, ja, I Wanna Be Loved ist ja ein ganz gutes Classic-Rock-Stück. Ach so, ja, ich habe auch noch irgendwo gehabt den Song Slip of the Tongue. Der geht so ein bisschen Richtung Whitesnake, dachte ich so. Da dachte ich, Whitesnake war nie so. Ich weiß auch nicht, das ist auch so eine Band, der Hype immer ein bisschen an mir vorbeigegangen ist mit Whitesnake. Wobei ich nur die 70er-Jahre-Sache von denen hatte damals. Ich habe da eine Scheibe noch, wo diese Schlange aus dem Ei schlüpft auf dem Cover. Trouble? Ich glaube, Trouble heißt das Album. Das ist das einzige Whitesnake-Album, was ich habe. Die neueren, die 80er-Jahre-Sachen habe ich mir nie geholt. Also da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Die sind, glaube ich, catchier. Die sind, glaube ich, eingängiger als dieses Classic Rock. Die Knödel im Deep Purple Stil. Ich mache ja auch Deep Purple nicht so unbedingt gerne. So, und dann habe ich nicht viel erwartet von dem Album hier. Dann habe ich jetzt zu Hause hingesetzt und ich war damals witzigerweise gerade richtig so auf diesem Melodic-Rock-Trip. Hatte gerade die Save Yourself von MSG rauf und runter gehört oder Bonfire, das Album Knockout, habe ich großartig gefeiert. Gorky Park hatten wir ja schon im 89er-Video. Solche Sachen halt, ne? Und ausgerechnet genau in diese Richtung geht auch diese Scheibe hier. Das Ding ist durchgängig All Killer, No Filler. Also ich finde hier wirklich keinen Song drauf schlecht. Es ist ein durchgängig geiles Melodic-Rock-Album, finde ich. Wenn man so auf die Bands, die ich jetzt gerade im Eingang hier erwähnt habe, mag. Ne? Der Titeltrack ist ungewöhnlicherweise eine Akustiknummer, aber sehr cool, finde ich, gemacht zum Beispiel. Dann finde ich, also sind auch schöne Balladen drauf, What Is Forever For und vor allem Inside You, eine der besten Balladen im Rockbereich, die ich jemals gehört habe. Am Ende sogar noch ein bisschen mit Symphonic-Parts, also mit so Streichern und so. Richtig gut gemacht. Aber hier sind eben mega, mega, mega geile Rocksongs drauf, wie zum Beispiel Down, Down, Down. Das ist eine Übernummer, auch vom Gitarrenspiel her, finde ich. Und vor allem finde ich auch sehr geil, Johnny has got a mind of his own. Das ist so richtig so ein bisschen bessere Bon Jovi-artig oder so, vielleicht kann man ein bisschen sagen. Geil einfach. Und Can't Fight Love, was der Herr da rausschmeißt, das letzte Stück ist auch mega geil. Also das ist ein richtig geiles Hardrock-Album. Und es war einfach schön, die damals zu kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gefunden habe. Ich meine auch irgendwo in einem Real oder irgendwie sowas war das. Das war nicht im CD-Laden und auch nicht auf dem Flohmarkt. Weiß gar nicht mehr genau. Ja, kommen wir zum nächsten Album. Und das ist wieder so ein Fall, ich habe ja auch, glaube ich, schon mal an irgendeiner anderen Stelle erzählt, von der zweiten Scheibe von Gorky Park. Gorky Park hatten wir ja in Metal Memories 1989 schon, das Debütalbum, aber ich rede jetzt von dem zweiten Album Moscow Calling. Und außerdem noch von einer Scheibe, die nachher noch kommt, aber da sage ich dir nachher Bescheid. Und auch von einer weiteren Scheibe, die nachher noch kommt. So einem, die im Vorfeld, wenn man die einzige Quelle, die man hatte, um Reviews über solche Alben zu bekommen, war eben für mich der Metal Hammer. Rockhard gab es in der Gangförde damals noch gar nicht, bis dann anfing, dass mein Vater endlich seinen Führerschein hatte und wir auch mal nach Kiel fahren konnten. Da habe ich mir im Bahnhof, im Kieler Bahnhof, ist immer noch ein riesengroßer Buchhändler. Der hat unheimlich, da kannst du Romane kaufen, Zeitungen, ganz normale und auch jede Menge Zeitschriften. Alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst im deutschen Bereich, kriegst du da auch teilweise wirklich. Wenn man das Virus-Magazin zum Beispiel gerne liest, wie ich, da ist eine sichere Anlaufstelle, kriegst du eigentlich immer. Und da fing ich dann an mit Rockhard. Ne? Auf jeden Fall
gab es halt so Scheiben, die im Metal Hammer regelrecht zerrissen wurden. Und es waren dann meistens Bands, die ich vorher schon kannte und liebte. Und da dachte ich, ah, oh, scheiße, die neue Scheibe ist jetzt so scheiße. Und man hat dann ja, das ist ja in so Metal-Zeitschriften so, dass die verschiedenen Alben auch von verschiedenen Redakteuren rezensiert werden. Ne? Und dann kann man sich die Namen ja so ein bisschen merken, wer in welche Richtung eigentlich geht. Und es ist natürlich klar, wenn jetzt einer meinetwegen random AC/DC reviewt, aber eigentlich nur Morbid Angel hört, dass der da nicht drauf klarkommt. Und wenn man dann liest, das ist ein schlechtes Review, der zerreißt das Ding, dann ist das logisch. Da braucht man, das ist dann aber auch meiner Ansicht nach nicht konstruktiv. Da frage ich mich, wer dann in der Redaktion sitzt und das plant, wer was rezensieren soll. Oder werfen die mit Wurf auf eine Wurfscheibe mit Wurfpfeilen oder was? Und jetzt Namen da draufstehen oder was? Keine Ahnung, aber egal. Auf jeden Fall geht es jetzt und hier um das damals neue Werk von Victory. You bought it, you name it. Und Victory liebe ich. Ja, die neueren Geschichten, die sind ja auch nicht mehr aktiv leider, ne, soweit ich weiß. Also das letzte Album ist echt lange her. Die haben auch wieder einen neuen Sänger, soweit ich weiß. Oder war nicht sogar der alte wieder zurück? Jetzt irgendwie im Metal Archive steht da, glaube ich, irgendwie sowas. Aber es gibt kein neues Werk mit dem. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall mag ich vor allem die Fernando, heißt der Garcia? Moment mal, das muss ja hier drin stehen. Hermann Frank an der Gitarre, alter Vater. Ja, Fernando Garcia, genau. Era mag ich besonders von Victory. Obwohl, mein Lieblingsalbum der Band habe ich nicht. Hatte ich nur auf Kassette überspielt und seitdem suche ich diese verfickte CD und mittlerweile hat das Albtraumpreise, das Ding. Und zwar das Album Hungry Hearts. Das ist meiner Ansicht nach das genialste Victory-Album. Auch weil es für mich auch der Band-Einstieg war. Also ich habe da irgendwo auf irgendeinem Sampler den Song gehabt, Never Satisfied, aus der, das Album heißt Culture Killed the Native. Und daraufhin habe ich mir die Culture Killed the Native auch ausgeliehen und überspielt. Und vorher aber, die war nicht da, die war, stand da, aber die war immer verliehen. Die Culture Killed the Native. Und da stand eben dann auch die Hungry Hearts. Und dann habe ich mir die überspielt und dann die Hungry Hearts, die habe ich, boah, Alter. Und vor allem immer beim Fahrradfahren, ne? Habe ich die Mucke gehört. Naja, jetzt kam auf jeden Fall die neue und die Rezension dazu. Leute. Veralteter Scheißdreck. So eine Musik will doch kein Mensch mehr hören. Die quäkig-quengelige Stimme des Sängers Fernando Garcia. Und vor allem ist hier ein Song drauf. Das war dann auch Grund, warum ich sie dann doch gekauft habe. Der Song heißt No Way Tonight. Und da stand dann, und dann wagen sie es auch noch, so einfallslos zu sein und einen AC/DC-Rip-Off-Song zu machen. Und da macht es bei mir immer Klingelingelingelingeling. Wenn immer irgendjemand mir sagt, hier, die Band, die klingt wie AC/DC, oder die haben einen Song, der klingt original wie AC/DC, dann höre ich zumindest mal rein. Damals war es aber so, ich musste das dann haben. Weil ich damals, AC/DC war halt eben das, was mich mit Europe zusammen zum Rock gebracht hat. Erst kam Europe und dann hat man vorher gesagt, hier, das ist auch Rock, und hat mir dann AC/DC vorgespielt. Und dann habe ich diese beiden Bands, das war so eine Einstiegsdroge überhaupt in den Rockmusikbereich. Ne? So, und hier ist eben No Way Tonight drauf und das ist ja so eine langweilige, belanglose Nummer. Das ist ein fucking Ohrwurm, den du nie wieder aus deinem Gehirn kriegst. Jedenfalls ging mir das so. Und außerdem ist hier noch ein Song drauf, der heißt Rock-O-Matic. Ebenfalls ein Ohrwurm für die Ewigkeit, finde ich. Eine richtig mega geile Nummer. Und hier sind richtig starke Metal-Nummern sogar drauf. Der Opener Rebel Ready ist ein richtiger Knaller, finde ich. Ja. Und dann hier auch so Songs wie, wie heißt der, As Time Goes Passing By, so ein bisschen bluesig gemacht. Und die schöne Ballade Man on the Run ist richtig gut gelungen. Also ich weiß nicht, was einige Rezensisten manchmal haben. Auf jeden Fall habe ich ja eben damals auch mit kritischen Fingern gekauft, zu Hause eingelegt und war geplättet. Da fragt man sich, naja, gut. Trotzdem lese ich immer noch sowas. Auch heute noch. Naja. So, dann kommen wir zur nächsten Band und zum nächsten Album. Und das ist jetzt so ein Ding, habe ich ja auch schon im 1989er-Part erzählt. Ich habe ja auch oft einige Bands entdeckt über den Headbangers Ball, den mir mein Onkel immer aufgezeichnet hat. Mein Onkel hatte als einziger in der Familie eine Satellitenschüssel und konnte das original amerikanische Headbangers Ball oder überhaupt MTV empfangen.
Und dann hat er halt immer eine 4-Stunden-Kassette nachts eingelegt, ist pennen gegangen, hat das Ding einfach laufen lassen und aufgezeichnet. Der lief halt eine Stunde irgendwas, 2 Stunden Headbangers Ball, eine Stunde hinterher noch irgendwas. Und dann war die Kassette voll. Und ich habe die dann bekommen, konnte mir 4 Stunden lang Musikvideos angucken. Da waren auch teilweise davor und danach in den normalen Pop-Rock-Sendungen, die da irgendwie liefen, teilweise ganz nette, interessante Sachen dabei. Aber der Main-Teil war halt Headbangers Ball. So. Und logischerweise kannte ich schon die Band, um die es jetzt geht. Und zwar geht es um Kiss mit dem Album Revenge. So, und ungefähr zeitgleich, bevor ich diesen Headbangers Ball bekam, um den es jetzt hier gerade geht, sah ich das erste Mal den Film Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob es der erste oder zweite Teil war. Oder beide Teile, das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, es war der erste erstmal nur, meine ich. Und da läuft God Gave Rock'n'Roll to You drin. Das spielen Bill und Ted. Das ist ein Song von denen. Von den Wild Stallions, dann wählen sie sich da. Ja. Und ja, das ist Blödsinn. Im Original ist ja von Kiss, das hörst du auch sofort. Und sobald er anfängt zu singen halt, ne? Ja, dachte ich, Mensch, das ist ja eine geile Nummer. Das war damals auch so ein Radio-Hit und so, ne? Und dann, ja, irgendwie wusste ich dann, es gibt da irgendwie eine neue Kiss, habe mich aber nie irgendwie damit auseinandergesetzt. Sönke war dann derjenige, der sich meine Kiss-Szene gekauft hat. Und zwar die Destroyer, die er mir später auch vermacht hat, die ich jetzt auch in meiner Sammlung stehen habe. Und ich habe damals die Hot in the Shade gefeiert, wie blöde. Das war nämlich mein Kiss-Einstiegsalbum. Ich hatte nämlich auch da wieder den Song Somewhere Between Heaven and Hell, glaube ich, war das. Auf irgendeinem Sampler, oder war es Hide Your Heart, weiß ich nicht mehr genau. Und habe mir daraufhin dann diese CD gekauft. Und damit habe ich die tot gehört. Ich finde die bis heute mega unterbewertet, die Hot in the Shade Scheibe von Kiss. So, und dann kam auf diesem Headbangers Ball der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt musst du dir das Album dann doch kaufen. Die Nummer ist ja mega. Da lief nämlich das Musikvideo vom Opener des Albums, Unholy. Und auch, das ist auch hier, nee, nicht ist auch. Ja, das ist Opener, habe ich doch gesagt, Mensch, also. Ja, und das Ding, meine Fresse, fand ich das mega geil. Und mein Vater saß da mit bei, der hat sich meistens die Videos mit mir zusammen angeguckt, die Headbangers Ball-Dinger, und fand den auch super. Und da brauchen wir, oh, haben wir wieder was fürs Auto, sagt er gleich. Dann haben wir uns ja auch überspielt, zweimal, aber für mich zum Hören. Ne? Ich hatte ja keinen CD-Player lange Zeit. Oder jedenfalls einen, der nicht so wirklich funktionierte. Naja, habe ich ja erzählt im letzten Video. Und mein Vater hat dann fürs Auto nochmal eine Kassette gemacht. Ja, und da liefen dann die Kassette, lief die oft. Und dann vor allem rauskristallisierten sich halt eben die Songs natürlich God Gave Rock'n'Roll to You, der ja eigentlich ein Cover ist und nicht original von Kiss, sondern von, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Unholy, wie gesagt, rauskristallisiert hat sich noch Take It Off, Spit und Domino. Was ist hier denn noch so drauf? V Shout Not war auch mega, fand ich auch richtig geil, den Song. Heart of Chrome ist auch ein sehr geiler Song. Ja, das sind dann so die erinnerungswürdigsten Nummern hier draus. Und ich erinnere mich immer wieder daran, an dieser Kiss, weil die sehr oft eben im Auto lief. Zu der Zeit, meine Mutter hatte eine Freundin. Also, ja, das war unsere direkte Nachbarin. Wir wohnten halt im Hochhaus, 8-stöckiges Hochhaus, direkt gegenüber vom Jobcenter. Und direkt unsere Nachbarn, also die Wohnung auf Eck neben uns, ja, da wohnte die Freundin meiner Mama. So. Beste Freunde, die sind immer losgezogen in die Kneipen, haben dann irgendwie Party gemacht oder sind damals, fuhr hier auch noch so ein Butterdampfer nach Dänemark von unserem Hafen aus und da sind sie immer, haben sie immer mit Schifftouren gemacht und billig Zigaretten gekauft und all so ein Scheiß, ja. Und die ist irgendwann aber weggezogen über Land und ja, jetzt wollte meine Mutter natürlich die Freundschaft aufrechterhalten. Und immer an den Wochenenden, da hat mein Vater sie dann dahin gefahren. Da konnte sie sich da die Birne mit ihrer Freundin dicht knallen und irgendwann spät nachts, früh morgens, keine Ahnung, wir waren ja immer schon irgendwie eher Nachtmenschen, sind wir sie dann wieder abholen gefahren. Boah, war ja Wochenende, am nächsten Tag war ja frei. Also war das ja nicht das Problem. Ne? Und während dieser Touren haben wir immer lange Zeit das Album Revenge von Kiss gehört. Und das ist sofort die Erinnerung, die ich da irgendwie habe. So, nächstes Album damals auch ein Verdacht gekauft gewesen, denn auch hier waren die Kritiken wieder. Aber es handelt sich diesmal nicht um eine Band, wo ich sage, wieso ist das ein schlechtes Album? Die anderen sind doch alle von denen gut. Nein, es ist ein Erstlingswerk und auch das einzige Werk dieser Band, um die es jetzt hier geht. Ich habe mir die aber nur gekauft wegen
wie heißt er denn jetzt nochmal? Ich will rumgoogeln hier nebenbei. Mann, Tommy, das ist total unprofessionell. Schneid das doch wenigstens hinterher raus. Ja, ich weiß, du bist zu faul. Dazu wirst du es sowieso nicht tun. Abgesehen davon wollen deine Zuschauer das auch gar nicht wirklich. So, und zwar ist das hier der gute Peter Szigeti. Ich weiß immer nicht, wie sich der ausspricht, weil er sich am Anfang mit SZ schreibt. Also SZ, wo die Buchstaben beide hintereinander. So, Peter Szigeti. Und der ist, war Gitarrist bei Udo. Das wusste ich damals halt. Und das stand auch in einem Interview in Metal Hammer oder irgendwo drin. Es gab ja nicht nur in Metal Hammer, es gab ja auch so Gratis-Metal-Zeitschriften in unserem CD-Laden unseres Vertrauens. Die Burn und die Bang. Schade, dass die nicht mehr gibt. Schade, dass ich nicht mehr habe, die Hefte. Würde ich gerne mal wieder zeigen hier im Video einfach mal, wie die aussahen. Weil war schon nicht ungeil, aber eben, ja, hauchdünn, ne? Irgendwie, was waren das? 10, 20 Seiten, dann war es das wieder. Aber gut. Er ist eben Gitarrist oder war Gitarrist bei Udo. Muss man jetzt aktuell sein nirgends oder was? Ist er tot oder was? Was macht denn der? Wieso macht denn der nix? Nö, steht nur Past Bands. Ist nicht mehr aktiv, der Gute? Ja, stand wohl so. Keine Ahnung. So. Und das war halt eben Grund, oh Mensch, der hol dir das mal. Obwohl im Review stand, dass, ja, Fans von Udo werden aber schwer enttäuscht sein, bla bla bla. Und da hab ich mir die Scheibe geholt, ich fand die, boah, Alter. Es geht um Coraco mit New Virus Spreads. So, und das war damals so ein Sommer. Und, Die Erinnerung, die ich hiermit verknüpfe mit der Coraco, wir haben die halt den ganzen Sommer durch gehört, weil die halt eben damals, wie gesagt, recht neu war. Und uns Sönke war irgendwie frisch verknallt in so ein Mädchen aus seiner Schule, in der, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Wie hieß die denn? Ich weiß noch, wie die Freundin von der hieß. Weil dann auf dem Geburtstag, da hab ich die mal kennengelernt, also die in die Sönke verknallt war, der Name mir jetzt nicht anfällt, und die hatte ihre beste Freundin dabei, die hieß Lynn Swantje oder so, irgendwie was Dänisches. So hieß sie, glaube ich, mit Vornamen. Auf jeden Fall, also mit Doppelvornamen, ne? Nachnamen weiß ich nicht. Und Sönkes Love Interest, weiß ich den Namen einfach nicht mehr. Alter, da muss ich eigentlich echt mal nachfragen. Und in dem Jahr haben wir die den ganzen Sommer über gehört, deswegen habe ich immer die Erinnerung. Ja, das ist, was ist denn Coraco eigentlich? Das ist, gelistet ist es glaube ich einfach nur als Heavy Metal, ne? Aber was steht denn hier überhaupt? Melodic Heavy Metal Hard Rock. Ja, es ist sehr funky. Obwohl es nicht Funk Rock oder sowas ist, aber so vom Gitarrensound und vom Spiel her. Wenn ihr die Band Extreme kennt und mögt, vor allem die ersten beiden Alben. Das Debütalbum heißt, glaube ich, einfach nur Extreme. Und dann gibt es noch das Album Pornograffiti. Auch eine meiner Lieblingsrockscheiben. Ja? Dann ist das genau das Richtige für euch. Nur, dass es hier noch ein bisschen mehr in die Melodikrock-Richtung geht vom Songwriting und vom Songaufbau her. Aber massenweise Ohrwürmer. Der Opener heißt Walking High Wire. Ist super geil. Dann der nächste, der hier vorsteht, ist Don't Cry for the Moon. Das ist eine Ballade, die erinnert stark an Mr. Big to Be With You. Ein bisschen. Also ja, stark ein bisschen. Was rede ich denn hier? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Your Affection ist eine sehr coole Nummer. Jungle King. Boah, habe ich diesen Song aufgehört. Alter Falter. Das habe ich diesen Refrain mitgesungen, ey. Dann Dirty Road auch. Coraco Dirty Road. Diesen Refrain habe ich auswendig gelernt damals und dann nur noch vor mich hingesungen, ey. Und dann ist noch sehr geil drauf. Der finde ich eigentlich ist schon tatsächlich ein bisschen Udo-artig. Run with a Pack heißt der Song. Ihr könnt eigentlich, wenn der Udo singen würde, auch auf dem Udo-Album landen. Gut. Nächstes Album. Eine auch wieder einzigartig. Achso, übrigens, Coraco haben sich später umbenannt in Stonewashed und dann auch später nochmal ein Album rausgehauen. Ein bisschen andere Besetzung, anderer Sänger auch, glaube ich. Das war dann, ich habe die auch. Aber die ist nicht mehr so gut und auch nicht mehr so schön eingängig wie die Coraco und auch dieses funky-artige, rockige, catchy-mäßige fehlt da ein bisschen, finde ich. Gut, jetzt geht es um eine Band, die habe ich auch wieder bei Headbangers Ball entdeckt. Und meine Güte, habe ich diese CD lange gejagt. Das ist auch die Erinnerung, die ich daran habe. Es geht um das Album Bad for Good mit dem Titel Refugee. Und diesem seltsam niedlichen Cover hier, ne? Ja, also eigentlich ist das ja hier schon Pedo-Alarm, oder? Denn der Junge hier ist, glaube ich, 13, 14, weiß ich nicht genau. Ich glaube 13, ich weiß nicht. Und das ist der Gitarrist der Band. Geht jetzt mal her und gebt ein hier, Bad for Good mit 4 und sucht den Song 19, ausgeschrieben. N-I-N-E-T-E-E-N, 19.
Und das ist der Song, den ich halt eben auf Headbangers Ball das Musikvideo gesehen habe. Und holy fuck, habe ich die Nummer weggeblasen. Da habe ich mir sofort die Band geholt. Zeitgleich, eine Woche später oder früher, weiß ich nicht mehr genau, kam auch der Metal Hammer, wo das Ding reviewed wurde. Und da habe ich dann auch einige Infos erhalten. Ich glaube, da war auch ein Artikel über die Band drin, ich weiß nicht mehr genau. Steve Vai steckt hier dahinter. Der hat das produziert und irgendwie die Jungs auch entdeckt. Und an alle da draußen, die aktuell den Liliac-Hype folgen, ja, Bad for Good war weit vor, nämlich 92, vor Liliac. Und das sind auch alles Kids. Der Älteste ist der Sänger und der ist 16. Alles andere, die anderen Musiker hier, alle, die können die auch sehen, gehen dann altersmäßig abwärts. Und was für ein geiles Hardrock-Album, Leute. Sowas von geil und melodisch. Und der Sänger, obwohl er erst 16 ist, hat so eine schöne, raue, reibeisenartige Stimme, finde ich, so ein bisschen. Jetzt nicht Lemmy oder was, ne, aber so, schon melodischer, ne. Aber so Richtung, ja, McAuley geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, finde ich. Ja, wie gesagt, 19 ist großartig. Dann haben wir hier noch Mother of Love. Ist fast gospelartig vom Refrain, von der Melodie her. Ist aber trotzdem eine Hardrock-Nummer. Sehr gut finde ich dann noch, wie heißt, ja, okay, Rockin' My Buddy ist ein Hardrock-Rap. Interessante Wahl, aber irgendwie funktioniert es trotzdem, finde ich. Dann finde ich sehr gut Tire Kickin', das ist sehr geil, der Song. Und Terminate ist auch mega geil. Nothing Great About a Heartache ist eine hitverdächtige Ballade, finde ich. Eigentlich traurig, dass das Ding nicht in den Charts gelandet ist. Und letzten Endes kann ich noch sagen, sehr gut finde ich noch We're Gonna Fight. Das ist nämlich auch so ein Ohrwurm, den ich auch wochenlang nicht losgeworden bin. Und ich habe halt eben, die Erinnerung, die ich da halt eben da sofort dran habe, ist halt dieses, ich habe diese CD dann halt eben da, ich habe diesen Song gehört, habe dann die Rezension war das nicht. Das war auch, aber ich habe da auch einen Artikel drüber gelesen irgendwo. Und wenn es nicht im Metal Hammer war, dann war es in der Burn oder in der Bang, ich weiß es nicht mehr genau. Weil ich das mit dieser Information mit Steve Vai, die war nicht in der Rezension drin, das weiß ich noch, das weiß ich nicht mehr genau. Ist auch, kann mich auch irren, ist auch egal, auf jeden Fall, wie ich diese CD gesucht habe. Das ist also, ja so, keine Ahnung, wer kennt Bad for Good? Gehst in den Laden rein, habt ihr Bad for Good? Was, das wisst ihr von mir? Tippen sie es ein, dann wahrscheinlich meistens noch falsch, weil 4 muss ja eine 4 sein. Haben sie wahrscheinlich F-O-R geschrieben und finden das dann in ihrer Datei da irgendwie nicht, wenn du das vorbestellen willst und keine Sau konnte mit dieser CD besorgen. Bis ich dann eines Tages tatsächlich bei Holzeneck & Fürth im CD-Laden rumgestöbert habe. Ach, guck mal. Das war, glaube ich, fast ein Jahr später. Da habe ich sie endlich, ich habe schon fast aufgegeben gehabt. Dann wurde, vielleicht findest du sie irgendwann mal. Und dann fand ich sie dann doch. Dann habe ich sie rauf und runter gehört, wie bekloppt. So, nächstes Album, auch ein Zufallsfund. Damals zu der Zeit, wo es mit dem Grunge alles gerade so am Boomen war, gab es auch viele Sampler. Entsprechend. Also New Rock Sampler. Ich hatte sogar einen, der hieß sogar Original New Rock. Mit so einem bläulichen Cover mit schwarzer Schrift drauf. Ich glaube sogar da war Rage Against the Machine mit Dings drauf. Wie heißt das Song nochmal, ey? Dieser fucking Hit von denen, ist auch scheißegal. So, wir haben ja sowieso nur einen Song gemacht, klingen alle gleich. Davon abgesehen. Finde ich zumindest. So, und auf diesen Samplern, da waren immer Songs dazwischen, wo ich fast, okay, dieser Sampler soll jetzt nur die moderne, neue, grungy oder Crossover-Seite des Rock und Metal zeigen. Und da hast du dazwischen einen Hard-Rock-Classic-Rock-Song. Und ich weiß auch nicht mehr, wie der Sampler hieß, wo das Ding da auf hier war. Aber ich hatte noch einen zweiten Sampler, da war der gleiche Song drauf. Habe ich mir aber erst etwas später geholt. Und der zweite, den ich meine, da weiß ich den Titel noch. Der Song, der Sampler hieß Proud to be Loud. Proud 2B Loud. Und auf dem Cover halten zwei Hände ein neugeborenes Baby. Ich habe mich immer gefragt, warum das jetzt, wo jetzt die Assoziation und Verbindung ist zum Hardrock, der da drauf ist. Weil da sind halt eben Bands drauf gewesen wie Steelheart. Und Bonham, glaube ich, war da auch drauf oder irgendwie sowas. Und eben Hardline. Und zwar mit dem Song Life's a Bitch. Und der war eben auch auf einem von diesen Grunge-Crossover-Samplern drauf. Und das ist klassischer Hardrock irgendwo zwischen Winger, Bon Jovi und Bonfire und Taiketto oder was weiß ich, wie die alle so heißen. Diese, ne? Oder Trickster oder sowas. So in die Richtung geht dieses Album. So, und dann wollte ich immer diesen Song, das Album dazu haben. Ich habe natürlich diesen Song schon gehabt, dann logischerweise auf CD, aber ich wollte halt den Rest mal hören. Und das Ganze beginnt auch mit Life's a Bitch. Oh, habe ich die CD gesucht, ey. Alter. Vor allem, ich wusste auch nicht, wie das aussieht, das Ding. Ich wusste nur, es gibt eine Band, die heißt Hardline. Und
Ich wusste nicht, wie das Album heißt. Ich wusste, es gibt also diese Band, die haben einen Song, der heißt Life's a Bitch. Der wird auf irgendeiner CD von denen drauf sein. So. Und dann gab das in Kiel, das ist jetzt die Erinnerung, die ich damit verbinde, ja, in Kiel gab das damals so versteckt zwischen, in, wie soll man das beschreiben? Also, Karte von oben. Ja, hier ist eine Straße, hier steht Hertie. Damals war das Hertie, mittlerweile ist es von Karstadt aufgekauft worden. So, damals war das aber ein Hertie, gibt's auch nicht mehr. So, glaube ich, ne? So, und hier ist ein Mietgebäude irgendwie. Und das habe ich auch komplett gemalert mit der Firma, wo ich ausgebildet bin. Die Firma, wo ich meine Malerlehre gemacht habe. So. Und dazwischen verläuft eine Straße und da geht eine Gasse von ab. Und wenn du die fast ganz durchgehst, das ist nichts, das sind nur Miethäuser, Wohnungen und so. Wenn du die fast ganz durchgehst, ist hinten rechts ein kleiner Laden. Und das ist ein An- und Verkauf gewesen von CDs. Mittlerweile gibt es den leider nicht mehr. Und da bin ich immer gerne hinmarschiert. Wir haben eingekauft irgendwie bei Hertie oder überhaupt in der Einkaufspassage in Sophienhof. Hertie war angeschlossen an den Sophienhof, kann man sagen. Ne? Und wir haben dann halt geparkt im Hertie-Parkhaus. Und das ist eben die Seite, wo man dann ins Parkhaus rein und raus fährt. Die Straße, meine ich. Und davon geht halt eben diese Gasse hinten ab dann. So. Und, weil ich mich erinnere. Ich kann auch sagen, ich war ja über 20 Jahre nicht, Leute. Vielleicht habe ich das auch vom Kopf her schon ganz verkehrt. Ne? Ich weiß es nicht mehr. Aber ist auch egal. Und da fand ich dann diese CD. Und ich habe die erst überhaupt nicht gefunden. Ich habe da erstmal komplett mich durchgeblättert durch die ganzen Angebote, nichts gefunden. Und ich bin dann immer so, wenn ich mir unbedingt was kaufen will, ich bin jetzt extra nach hier gefahren, habe extra Geld gespart und finde auch keine fucking CD, die mir irgendwie taucht, ja, dann gucke ich nochmal durch. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. So habe ich ja auch die Tony Martin gefunden. Und dann sage ich dann, Moment mal, weil das, ey, sorry, ja, aber das sieht aus wie Hard Trance, Techno oder sowas, das Cover hier. Du erkennst an diesem scheiß fucking Cover nicht, dass das griffiger, catchiger Hard Rock ist, oder? Was soll das überhaupt sein? Sonnenmatsch-Gedöns, das ist so ein Trance-Motiv eigentlich eher, oder nicht? Und dann Hardline, das sind doch die, und dann drehte ich das irgendwie um, und dann sah hier die Jungs, und da oben Life's a Bitch, und habe ich die sofort gekauft. Ja, und die ist auch mega, mega geil. Der beste Song auf dem Album ist Life's a Bitch, und gleich danach kommt eine Nummer, die heißt Hot Cherry, finde ich auch mega geil. Aber das ganze Album ist eigentlich durchgehend gut, finde ich. So, nächstes Ding, nächste Erinnerung. Oh Gott, ja. Ja, ich habe ja schon erzählt, da kommen wir heute auch noch einmal auf das Thema. Ja. Dass ich alles gekauft habe, wo irgendwie in irgendeiner Rezension oder so irgendwie AC/DC stand. Und dann kam eine Band raus mit ihrem Debütalbum und das wurde halt eben auch irgendwo in Metal Hammer, glaube ich, rezensiert oder interviewt wurden die. Wurden die auch rezensiert? Weiß ich gar nicht. Ich habe auch viele Ausgaben verpasst, weil manchmal das Taschengeld nicht da war. Ne? Und die verschwinden dann ja. Die Kioske sind ja so fies, wenn der Monat rum ist, dann werden die restlichen, die es dann gibt. Ich weiß nicht, schmeißen die dann weg oder was? Können dann Ständer machen mit ausgelaufenen Modellen oder was? Einen Monat länger noch, die liegen, die du verpasst hast, liegen lassen oder so. Für einen günstigeren Preis vielleicht dann sogar. Naja, egal. So. Auf jeden Fall habe ich da irgendwie was drüber gelesen mit dieser Band. Und zwar war dann auch der Vergleich mit AC/DC da. Und dann habe ich mir die halt eben daraufhin geholt. Und vor allem stand in diesem Artikel, Rezension, was auch immer das war, eine Tatsache drin. Und das war das, was mir den Ausschlag gab, warum ich mir das dann gekauft habe, das Ding. Weil das wollte ich hören. Und es ist tatsächlich hier drauf und es ist einfach nur awesome. So, es geht um die... Also ich muss dazu sagen, das ist eine Band gewesen, da wusste ich von vornherein, die wirst du nicht finden. Du wirst wieder den Mediamarkt abgrasen, du wirst WOM abgrasen, du wirst in Kiel alle CD-Läden abgrasen, wie ein Dover Schauland, da gab es damals noch, wird es auch nicht haben. Oh, hast du mich hier ein Haar im Mund, ey, ekelhaft. Oh, da kommen die ganzen Haare denn bloß her, ich weiß das auch nicht. So, und dann war es dann soweit, ich hatte wieder Geld, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, und ich war dann im nächsten Laden drin und zack, da stand sie. Also wirklich der gegenteilige Effekt. Und da habe ich die gleich gekauft, habe gar nicht weiter gesucht und bin gleich wieder raus. Und zwar geht es um das Debütalbum der Band Jekyll. Mit diesem seltsamen Hundemenschen-Cover auf dem Cover. Ja, Cover auf dem Cover, ja. Und habe den zu Hause eingelegt und ja, die ist ein bisschen AC/DC-mäßig, aber nicht 1:1. Ich finde, hier sind auch viele Einflüsse so aus anderen Hardrock-Bands wie Aerosmith und so dabei. Wenn ich dieses Haar nicht aus meinem Mund bekomme, dann breche ich hier ab. Ihr müsst ja nicht sehen, wie ich mir hier in der Fresse rumfummel. So, und
gleich der Opener I Stand Alone geht schon so ein bisschen in die Richtung. Das war auf jeden Fall die Art von Musik, die ich hören wollte. Er hat auch eine geile Stimme, das ist druckvoll produziert und da sind halt eben auch Songs drauf, die Dirty Little Mind, Down on Me, wie heißt der eine noch? Der so Back Off Brother ist schon so ein bisschen SDC-mäßig, kann man schon sagen. So, der letzte Song heißt übrigens She Loves My Cock. Und das ist ein Ohrwurm. Und wenn du nicht weißt, was damit gemeint ist, als kleiner Steppke, wie ich damals war, der läuft durch die Straßen und singst She loves my cock, yeah, she loves my cock. Und die Leute gucken dich alle doof an. So, gut. Ich hab damals ein Englischbuch gehabt. Kennt ihr das? Dieses kleine blaue Englischbuch, das es damals überall zu kaufen gab, mit dieser britischen Flagge drauf. So ganz dickes, wie so ein Duden, in klein, blau und dann mit dieser britischen Flagge drauf, war glaube ich da irgendwie drauf. Und das war so Englisch-Deutsch. Das war so das Buch, was du damals in jedem Buchladen irgendwie bekamst in dem Bereich. Da habe ich mir das gekauft, weil ich ja Englisch lernen wollte, so ein bisschen. Und da stand Cock drinnen. Das war ein Hahn. Ich habe mir gedacht, wieso liebt die seinen Hahn? Was ist das? Findet ihr den so niedlich oder was? Oder, hä? Naja, so. Und hier ist eben ein Song drauf. Und das ist eben der, wollen wir hier halt auch erinnern, weil ich das so abgefahren fand. Ich habe sofort den Song abgebrochen. Bin mit der CD rüber ins Wohnzimmer zu meinem Papa, hat gesagt, Falli, leg die CD ein, mach Lied 6, glaube ich. Ja, Lied 6 an und hör. Mit Kopfhörer. Ja, das hat er auch gemacht und als die Stelle kam, hat er einen harten Lachflash. Hier ist ein Song drauf, der heißt, Kenner, die die Band kennen, werden eh wissen, was ich meine. Hier ist ein Song drauf, der heißt The Lumberjack. Der Holzfäller. Ja. Und in diesem Song gibt es ein Solo auf einer Kettensäge. Und ich habe gedacht beim Lesen, was? Die macht doch nur ein Geräusch. Hä? Oder zersägen sie da auf ihren Gitarrenseiten rum oder was? Und selbst wenn, dann gehen die kaputt. Hä? Das muss ich halt hören. So. Und es ist, gebt euch das. Googelt Jekyll Lumberjack. Und es gibt sogar ein Musikvideo dazu. Das ist einfach nur genial, finde ich. So. Gut, nächstes Ding. Oha, jetzt kommen wir in den Arbeitsbereich, ne? Weil ich habe ja das Album ist von 92 gekauft, habe ich die, aber muss ich jetzt zugeben, 93, aber es geht ja um das Erscheinungsjahr des Albums, ne? Ich habe ja 93, dann war die Schule ja irgendwann zu Ende im Sommer und dann kam ja dann der Herbst nach den Sommerferien oder was? Ja, noch nicht sofort, aber naja. Und dann die erste Ausbildung. Ich habe ja überhaupt keine Perspektive gehabt nach der Schulzeit. Und dann hat mein Vater ja gesagt, komm, ich vermittle dich irgendwo auf den Bau. Weil ich war immer so an den Wochenenden in der Schulzeit schon immer ganz gerne mit. Wenn mein Vater am Wochenende arbeiten musste, weil er irgendwie Auftragsdruck war, dann durfte ich mit und ein bisschen helfen. Da habe ich einen Tapetenschnipsel beim Tapetenschneiden eingesammelt und in Müllsäcke gestopft. Da habe ich dann ein bisschen Kleingeld für bekommen hinterher vom Chef, irgendwie 15 Mark oder was. Und dann war es in Ordnung. Ich habe schwarz gearbeitet als Kind. Gut, ne? Kinderarbeit. Heutzutage würde ein Aufschrei durch Deutschland gehen, wenn das rauskäme. Ist vorbei, die Firma gibt's nicht mehr, ihr braucht euch gar nicht erst aufzuregen. So. Gut. Und ich habe dann gesagt, ja, dann mach mal. Weil ich dachte, ist ja alles schön auf dem Bau, macht ja alles Spaß. Ich voll Idiot. Und mein Vater hat mich dann vermittelt zu einem Elektroinstallateur. Also hier, in die Wände Schlitze stemmen, Leitungen verlegen, Lampen anbauen, Steckdosen anbauen, Knochenarbeit. Auf einer kalten Baustelle, weil du bist ja auf dem Rohbau unterwegs. Und dann auch im Winter, knallhart. Das war die fucking Hölle. Und vor allem die Berufsschulzeit war besonders schlimm, weil ich bin eine Vollnull in Mathe. Aber sowas von. Ich meine, gut, plus, minus, geteilt und so, ja. Vielleicht noch ein bisschen, kleines bisschen Bruchrechnung. Sobald es aber komplizierter wird und dann losgeht mit, hier, wie heißt das? Dreisatz und so. Da bin ich schon fast, aber Bruch ist dann ja auch schon. Naja, egal. So, auf jeden Fall. Da kamst du plötzlich in einen völlig neuen Bereich der Mathematik, mathematischen Bereich, wollte ich sagen, genau. Mit Ohm und Ampere und das musst du alles in Stromkreise berechnen und was? Die ganzen Sachen, die ich in der Schule davor gelernt habe, konnte ich nicht gebrauchen für das, was ich da jetzt lernen musste. Ich musste komplett von vorne anfangen und noch dazu 90% Mathematik, was ich überhaupt nicht mag, weil ich bin darin so schlecht, weil ich das Fach nicht mag. Das ist meistens so, ne? Ja, naja, auf jeden Fall egal. Warum erzähl ich das so scheiße? Ich war halt Auszubildender im Bereich Elektroinstallateur. Und im Winter, der dann daraufhin folgte, waren wir in Kiel, eben an der besagten Baustelle.
wo ich die Hardline in der Nähe dann gefunden habe, nachdem der Bau irgendwann als Maler fertig war, wo ich danach gemalert habe, weil die Malerfirma, die ich dann später kam, halt eben unter dem gleichen Banner arbeitete wie die Elektroinstallationsfirma, also unter dem gleichen Baulöwen, wenn man so will. So, und auf dieser Baustelle war ich dann halt eben unterwegs und da ist es dann so gewesen, dass ich da nichts machen konnte, weil ich war ja im ersten Lehrjahr Lehrling und da, ne, ja, also habe ich im Auto gesessen und auf den Chef gewartet. Der hat dann irgendwelche Sachen geklärt und mit den Leuten geredet, wahrscheinlich sich festgeklönt und ich saß da klappernd und frierend im Wagen vorne, habe gewartet, auf dem Beifahrersitz. Bis er dann so zur Mittagsstunde rum kam, er dann irgendwann mal rein und sagte, na, alles klar. Ich sage, oh, ich spiele meinen Arsch ab, ne, außerdem habe ich Hunger und Durst. Ja, hast du denn was mit? Ich sag, ja, ah, egal, hast du auch Geld mit? Sagt er, ich sag, wieso? Ja, dann kannst du dir ja sonst im Sophienhof was holen, kannst dich ja aufwärmen. Hier ist eh nichts zu tun, lauf ruhig, aber pass auf dich auf hier, Versicherung, bla bla bla. Ne? Ich sag, ja, passiert schon nichts. Ja, dann bin ich halt eben rein in den Sophienhof und hab mich dringend jetzt erstmal was gefressen. Da gab es so einen Stand, die hatten kleine Handpizzas, das war super. Und dann eine Cola dazu getrunken und dachte ich, oh, weißt du was, jetzt hast du eh Zeit, der Chef ist nicht da, der weiß eh nicht, dass, wo du jetzt dich rumtreibst, ne? Geh mal kurz nach Schauland. Und dann guckst du bei den Angebots-CDs. Ich hatte halt genug Geld mit, ne? Weil ich habe ja auch gearbeitet zur Zeit, wie gesagt. Und da fand ich dann diese CD. Und ich dachte erst noch so, okay, du hast von der Band schon mal gelesen. Ich habe das Cover im Kopf gehabt von einem älteren Album der Band. Ja, ich wusste also, dass es Heavy Metal offenbar ist. Ja, aber das Cover ist ja scheiße. Was ist denn das für eine CD? Ist das wirklich offiziell? Wer hat denn die Scheiße gemalt? Es geht um Velvet Viper mit The Fourth Quest for Fantasy. Und mal ohne Scheiß, ja. Also hier singt ja die für mich persönlich legendäre Sängerin Jutta Weinhold. Ich habe ja auch das aktuelle Velvet Viper Album reviewte vom Kanal. Und das hier war mein Einstieg zu dieser Band. Ich kannte noch nicht mal die Ursprungsband von Jutta Weinhold, Zediago, kannte ich nicht. Ich wusste nur Velvet Viper, Heavy Metal. Weil das Album davor, die habe ich ja mittlerweile auch, habe ich mir irgendwann später, viel, viel Jahre später mal gekauft. Ich weiß nicht, wie die heißt, komme ich jetzt nicht drauf. Pilgrimage war Zediago. Ist ja auch egal. Die war mal irgendwo rezensiert worden, in einem älteren Metal Hammer, den ich mir natürlich vom Flohmarkt mal gekauft habe. Was weiß ich noch. Und daher wusste ich Heavy Metal irgendwie mit Frauengesang. Und dann sehe ich dieses Cover, ich meine, okay, vielleicht hat die gute Dame ja Kinder und dann haben die das für sie gemalt oder so. Oder sie hat es selbst gezeichnet mit Buntstiften oder was. Weiß nicht. Aber dann dieses Gesicht im Stein da. Holy fuck. Naja, okay. Haben wir den trotzdem gekauft, was war das einzige Interessante, was da irgendwie war. Ne? Und da habe ich die zu Hause gehört, da habe nichts erwartet, ne? Und boah, also durch die Bank eher schleppender Heavy Metal, also alles so eher im Mittempo-Bereich, keine Speed-Nummern, aber ich mag das ja gerade. Und sowas von episch und hymnisch und Ohrwurmchöre, der Hammer, wirklich. Highland Queen, mega geil, Modern Knights ist hier auch drauf. Dann finde ich besonders gut Horsewoman, ist auch so ein richtiger Ohrwurm. Und ja, also insgesamt ist es einfach, denn verarbeiten die hier auch so Klassikstücke. Der Walkürenritt ist das Intro, was wir so ein bisschen, ja, vermettelt haben, mehr oder weniger. Muss man es schon hören. Also ich empfehle euch, dass man den melodischen Heavy Metal hört. Und wenn ihr vielleicht Velvet Viper mögt vom neuen Album her, gebt euch auch die alten Scheiben. Auch das Werk hier vor. Oder danach, weiß ich gar nicht mehr, wie es chronologisch ist. Auch sehr gut, genau in dem gleichen Stil. Oder wenn ihr eben Zediago mögt. Velvet Viper ist eigentlich gleich auf, finde ich. So. Ich habe halt diese Erinnerung an diesen eiskalten Tag im Bus von damals da. So, also im Firmenbus. Dann kommen wir zur nächsten Band. Jetzt kommen wir tatsächlich zu einer Rockband, Metalband, Rockband, wie man das denn auch immer sehen will, die ich übers Radio kennengelernt habe. Die damals aktuell einen Song hatten und auch eine EP, allerdings 91. Und die kriegtest du nirgends. Alle hatten diese Scheibe irgendwie rauf und runter gehört. Das lief im Radio, dieser Song, dieser bekannte Hit von denen damals dann. Wir kommen dann ja gleich dazu. Ich will es ja mal ein bisschen spannend machen hier, ne? Und das lief halt immer im Auto. Wenn wir mit dem Auto rumfuhren und nicht gerade eine selbst aufgenommene Kassette lief, dann haben wir ja Radio gehört. Und da lief dann immer wieder dieser Song. Alter Schwede. Naja, und dann irgendwann habe ich es dann tatsächlich geschafft, mir diese EP zu holen und war dann davon sehr begeistert. Ich habe sie dann tatsächlich irgendwann doch gefunden, und zwar in Rendsburg im Real. Nee, Divi hieß das damals ja noch. Für Neupreis natürlich dann, ne? Obwohl EP trotzdem Neupreis. Ich habe da trotzdem vollen Einpreis für bezahlt. Und zwar, das ist jetzt allerdings 91, deswegen, das ist jetzt hier nur so ein bisschen der Einstieg. Ugly Kid Joe mit As Ugly As They Wanna Be. Ja, da sind halt, glaube ich, nur 6 Songs drauf. Ja, wenn man das so will, da ist das eine Ding, glaube ich, nur ein Intro, ne? Ein Outro. Der letzte Song heißt Heavy Metal und geht nur 27 Sekunden. Also genau genommen sind 5 Songs drauf.
Sehr gut ist halt eben auch hier, covern sie Black Sabbath's Sweet Leaf, das machen sie auch sehr gut. Und ich liebe den Song Too Bad, weil der wieder so ein bisschen in die ACDC-Richtung geht. Aber der Hit auf dem Album ist halt Everything About You. So, und dann erfuhr ich, dass da jetzt endlich mal ein volles Studioalbum kommt. Und ich erfuhr, die Version von Everything About You, die hier drauf ist und die auch im Radio immer gespielt wurde, die ist zensiert. Da sind ein paar Worte mit Fuck You oder irgendwas und Little Bitch und so, sagt er da in einem Part. Das haben die irgendwie weggemutet oder was, keine Ahnung. Was, so, dass man es nicht merkte. Und das Ding ist eben hier drauf. Und das ist das erste Studioalbum der Band, Ugly Kid Joe, America's Least Wanted. Und Alter, ist das eine geile Scheibe. Hier sind wir jetzt wieder bei Coraco oder Extreme. Hier geht es auch wieder so vom Sound her in die Funky-Richtung. Aber sowas von druckvoll und heavy zugleich. Mega. Also ich finde die mega geil, die Scheibe. Und die haben wir so oft dann im Auto gehört, den ganzen Sommer durch. Und ich muss immer daran denken, wie wir von unserem Zuhause aus, mussten wir immer, wenn wir in die Stadt wollten, den Mühlenberg an der Ganförde runter. Und da ist rechts ein Friedhof mit so einem Hügel davor. Und auf diesem Hügel saßen wir als Kinder immer und haben dann Süßigkeiten gegessen, weil links auf einer Straßenseite gegenüber vom Friedhof, da war ein kleiner Kiosk, wo so Naschkram kaufen konnte. Das haben wir immer gemacht. Und ich muss immer daran zurückdenken, wie wir mit dem Auto da runterfahren. Diese scheiß Mühlenberg und so. Weil das, wenn wir da runterfuhren, hieß das immer, wir fahren nach Kiel. War immer so. In die Richtung ging das nämlich dann immer. Und daran muss ich immer denken, wenn ich dieses Album sehe und höre. Und hier sind Songs drauf wie Neighbor, Come Tomorrow ist sehr geil, Cats in the Cradle ist auch ein Cover. Was für ein geiles Ding. Und das war auch ein Hit damals im Radio, hier jedenfalls bei uns regional. Madman ist auch ein sehr geiler Song, der ist aber auch schon auf der EP drauf gewesen. Und hier ist es hier ein 92er Remix. Aber der beste Song hier drauf, finde ich, ist Goddamn Devil. Und da hört man im Hintergrund des Refrains Rob Halford. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. So, gut. Dann kommen wir zum nächsten Album. Und jetzt bin ich ja mal gespannt auf die Kommentare, die dann da folgen werden. Denn das ist ein Album, das sehr in Verruf ist. Und ich verstehe nicht, warum. Weil ich es sogar eines der besten Alben dieser Bands oder Band oder dieses Musikers finde. Eigentlich. Aber viele sagen, nein, dieses Album lassen wir uns nicht gefallen. Ab diesem Album ist die Band für uns gestorben oder der Musiker und macht nur noch Poprock. Es geht um Bon Jovi mit Keep the Faith. Und ich verteidige dieses Album und stehe dafür ein, ich liebe diese Scheibe. Ja, ich war immer schon Bon Jovi-Fan. Ich hatte damals auf irgendeiner uralten Kassette, so ziemlich zur Einstiegszeit, wo ich angefangen habe mit Rock und Metal, auf einer Metal-Hammer-Kassette irgendwo Runaway, natürlich. War ja damals so irgendwie der Hit, der auf jedem Sampler drauf war. Und das war so mein erster. Und da ich auch Europe Final Countdown mochte, das geht ja in eine fast ähnliche Richtung, nur dieses Arena-Rock, Keyboard, Hard-Rock, Melodic-Rock, Ohrwurm-Ding, ne? Fand ich das natürlich großartig. Ich habe mir noch damals dann die Slippery Man Red geholt und dann auch die New Jersey und so weiter. Ne? Und auch ältere Scheiben. Viele kennen vielleicht gar nicht die ersten ein, zwei Alben. Hier 7800 Degree, heißt die eine, glaube ich. Super geil. Ich glaube, da ist In and Out of Love drauf. Was für ein geil. Warum war das nie ein Hit, das Ding zum Beispiel? Ja, egal. Aber jetzt geht es um diese Scheibe hier. Die kam halt damals neu raus und dann war natürlich der Titeltrack auch gleich ein Hit. Und Bed of Roses, oder wie heißt das Ding? Genau. War dann auch im Radio auf und runter. Und ich fand die beiden Songs super geil. Wirklich. Obwohl sie nicht so hart oder heavy waren wie die anderen Nummern. Und deswegen war ich schon so ein bisschen, okay. Ne? Die Rezensionen waren trotzdem gut über das Album damals, die man so lesen konnte. Trotzdem habe ich mir die auch geholt. Ja, und es ist ein geiles Hardrock-Album. Ich meine, hier sind Songs drauf, die sind so heavy, wie Bon Jovi nie zuvor war. Nie zuvor war er so hart, oder sage ich mal heavy, ja, vom Riffing her zum Beispiel, wie in dem Song If I Was Your Mother. Der ist hier drauf, ja. Und es sind ein paar richtig catchy, griffige Hardrock-Nummern drauf, wie I'll Sleep When I'm Dead und wie heißt der andere noch? Blame It on the Love of Rock'n'Roll. Und die Dinger habe ich damals so oft gehört. Alter Schwede. Und ich muss mich immer daran erinnern, damals bei Sönke hinten auf dem Grundstück, da haben wir hinten irgendwann mal, da war halt ein Gebäude mit dieser Garage, wo wir immer dann rumgesprungen sind mit Teppichklopfer als E-Gitarre, habe ich ja schon mal erzählt. Und der linke Teil dieser Garage, also neben dem Raum, der die Garage war, ging das Gebäude noch links ein bisschen weiter. Und da waren drei Räume drin, die erreichtest du über Türen an der Seite des Gebäudes. Und einen von diesen Räumen durften wir uns mal leer räumen, soweit es ging. Bis auf die paar Möbel, die halt eben drin standen, so ein alter Schrank und so eine alte Truhe und so was. Ne? Und da durften wir uns da mal reinsetzen. Das war dann so unser, ja,
wir haben es genannt Clubraum, obwohl wir gar keinen Club hatten, völliger Blödsinn. Aber da haben wir dann immer abends gesessen und Mucke gehört. Vor allem im Winter, weil da war es in der Gartenlaube immer ein bisschen zu kalt, also wir haben das da reingesetzt. So, und an die Zeit muss ich immer denken, weil da haben wir, als wir uns den Raum hergerichtet haben, tagelang haben wir dafür gebraucht, da haben wir die Scheibe ja immer rauf und runter gehört. Auch oben Kassettenrekorder hingestellt, tragbaren und dann reingesteckt in die Steckdose und dann die Scheibe laufen lassen beim Ausräumen dieses Raumes, weiß ich noch. Super geil. Ich finde die auch durchgehend gut, die Scheibe. So, ich muss mal eben schnäuben. Mal wieder. Das läuft fast hier gleich, das sieht eklig aus. Das will ich nicht. So, nächste Scheibe. Jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem, obwohl jetzt nicht vom Genre her, aber von der Geschichte her. Denn normalerweise war ich immer derjenige in meiner Familie oder auch in der Freundschaft mit Sönke, der die neuen Bands entdeckte. Und dann bekam ich eines Tages diesen denkwürdigen Anruf. Das ist auch die Erinnerung, die ich damit verbinde mit der Scheibe hier jetzt. Da klingelt das Telefon und ich dachte, oh, das ist bestimmt Sönke, der sich mit mir treffen und verabreden will. Das ist aber ein bisschen früh. Normalerweise ruft er ja immer erst nach dem Mittag an. Das ist ja jetzt erst 11. Naja, es waren auch irgendwie Ferien. Ich weiß aber nicht mehr, welche Ferien, keine Ahnung. Und dann gehe ich ans Telefon. Tommy, ja, ich bin gerade frisch zu Hause, wir werden einkaufen, ich esse gleich Mittag. Aber ich wollte dir vorher noch was sagen, dann schaffst du das vielleicht zeitlich noch. Hä? Ich sag, bist du halt von mir, ne? Ja, wir waren einkaufen bei Wandmarker, du musst da unbedingt hin. Ich sag, wieso? Da gibt's eine CD von einer Band, die steht da noch zweimal irgendwie, glaube ich. Und die musst du dir kaufen, die habe ich mir auch gekauft, einfach auf Verdacht, weil da langhaarige Typen auf dem Cover waren. Und die habe ich mir gerade angehört, die ist der Kracher. Erst habe ich mich am Anfang erschrocken, als der erste Song anfing, aber dann wird alles gut. Ich sag, hä? Ja, geh einfach, ne? Ich sag, wie heißt die denn? Ja, die Band heißt Treat. Und das ist das Cover, was er meint. Ja, ich hatte noch Geld und bin dann sofort losgelaufen. Und es ist ein ordentliches Stück von der Straße, wo ich damals gewohnt habe, wo das Jobcenter in Engerförde eben ist, bis Wandmarker hoch, oder wo jetzt ist da, glaube ich, eine Rewe. Das war ein ordentliches Stück, aber trotzdem, ich damals als Kind, ne, was soll's. Und bin hingelaufen, hab mir die CD sofort für, ich glaube, 10 Mark oder was war das, gekauft. So, und der erste Song heißt Bang Bang. Wie heißt der erste Song? Bang Bang, was mit? Watch Your Tongue. Genau. Gott, das kann doch kein Mensch lesen da. Matschiges Rot auf Grau, ey. Wackel. Hoffentlich werde ich nicht seekrank. Watch Your Tongue. Und das fängt eben an. Der Sänger macht kurz am Anfang. Growlt fast zu zwei Worten. Ich weiß gar nicht, was er genau. Und dann geht der Song. Ach du Scheiße, ist das Thrash Metal oder Death oder irgendwie was? Das ist aber nur ganz kurz, die ersten 2-3 Sekunden und dann wird's Hardrock. Ne? Treat ist halt eine Melodic-Hardrock-Band. Meine Süße kennt die schon viel, viel länger als ich. Schon die Alben davor, die mir nie begegnet sind. Das war also das erste Mal, dass man diese Band überhaupt hier hört. Und es ist halt richtig geiler Melodic-Rock und da sind halt eben auch richtig geile Songs darauf wie Learn to Fly, ist eine sehr schöne Ballade, oder der Übersong Alright Now oder We're Alright Now heißt der Song, glaube ich. Was für eine geile Nummer. Naja, und ich verbinde eben mit der CD diese Erinnerung mit solches Anruf. Völlig aufgeregt und abgehetzt klang er am Telefon. Ich kann nur, weil er nicht glauben konnte, dass er sowas, dass er es mal geschafft hat, so eine geile Band zu entdecken, die wir beide nicht kennen. So. Jetzt kommen wir wieder zu einer Band, die sehr bekannt ist und auch gleichzeitig nicht. Was meint er denn jetzt schon wieder? Ja, ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt in diesem Video und im letzten, dass ich ein Fan von AC/DC bin und immer alles kaufe, was irgendwie AC/DC-mäßig ist. Und manchmal bin ich gezielt losgefahren oder mitgefahren. Ich bin ja nicht selbst gefahren. Mit meinem Vater mitgefahren mit dem Gedanken, du suchst jetzt nach einer Band, die irgendwie AC/DC-mäßig klingt. Und dann bin ich nach Mediamarkt, hab mir da etliche CDs, die irgendwie so aussahen oder vom Namen her irgendwie so klangen, genommen und dann stapeln da irgendwie 5-6 Stück, die irgendwie in die Richtung vielleicht hätten gehen können und bin dann zum Reinhören. Da gab es dann so mehrere Ständer, wo mehrere CD-Player standen, alle Himmelsrichtungen ausgerichtet, mit Kopfhörer davor und mehrere Schlangen von Leuten, die natürlich davor standen, um in Sachen reinzuhören. Da hat man sich dann angestellt und da konnte man da reinhören. Und so fand ich dann noch das eine oder andere. So, und dann, das hatte ich halt eben vor, ne? Aber so richtig auch nicht, weil es ist immer ein bisschen nervig da, die ganze Sucherei. Es dauert immer so lange und so, naja. Und dann kam ich in den Laden rein, fing an bei Buchstaben A natürlich in der Metal-Abteilung, fand eine CD sofort, hab sie sofort gekauft und bezahlt, ohne reinzuhören und hab genau das, was ich haben wollte. Hä? Was? Ja. Es geht um ABCD mit The Rock'n'Roll Devil aus dem schönen Jahre 1992. Wie ich mittlerweile weiß, ist das, glaube ich, nicht das Debüt, aber es ist, glaube ich, das erste offiziell releasede Album. Ich weiß gar nicht genau. Aber das ist die ich da habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aufgrund des Schriftzuges habe ich angenommen, dass es ein bisschen AC/DC klingt. Das ist eine 1:1 AC/DC-Kopie,
Aber damals stand tatsächlich in den Rezensionen dazu, hier drauf machen die ihren Job besser als AC/DC auf The Razor's Edge, wo ich mich frage, die Razor's Edge ist doch nicht scheiße, was wollten die überhaupt? Aber naja, so, das war so ein Spruch, den ich da halt drüber gelesen habe, dann im Nachhinein, als er mal später irgendwann mir ein Heft in die Hände fiel, wo was dazu stand. So, die Scheibe ist durchgehend gut, wenn ihr AC/DC mögt, besorgt euch ABCD. Ihr werdet aber diese CD nicht mehr bekommen in dieser Form. Es gibt noch ein zweites Album, das heißt Cut the Crap, die habe ich mir später auch noch zugelegt. Ja. Und was seht ihr hier? Den ABCD-Schriftzug. Aber irgendwie sieht er ein bisschen anders aus als hier, ne? Und wenn ihr auch die Scheibe hier jetzt holt, dann hat sie diesen Schriftzug. Nicht mehr diesen angelehnt an die Schriftart von AC/DC. Da muss es mal irgendwie einen Rechtsstreit bei der Neupressung oder was gegeben haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch eins von den Originalen. Vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwie was wert, keine Ahnung, ist mir egal, ich verkaufe die nicht. Die ist mega, die Scheibe. Also hier sind wirklich Songs drauf wie der Titeltrack Rock'n'Roll Devil, Jackpot Bingo ist, das ist schon fast so geil wie Thunderstruck, das Ding, finde ich. Ja. Your Name on My Bullet, da versucht er sich ein bisschen Gesang nicht, in die, also er singt eher Richtung Brian Johnson, aber er versucht sich dann und wann auch ein bisschen Richtung Bon Scott. Sehr gut finde ich den Boos Blues und Harley Davidson ist auch, dieses ganze Scheibe, ich habe die so oft gehört damals, Alter. Und ich habe halt diese Erinnerung, jetzt mal wollen wir mal wieder suchen, vielleicht finde ich ja ein bisschen was, was nach AC/DC aussieht. Kommst in den Laden rein, boing, so, ich kann wieder gehen. Das war so richtig geil. Ich bin zu meinem Vater, weil er war immer bei den Geräten am gucken, Kopfhörer, CD-Player, was da so Neues gibt, bla bla bla. Dann komme ich plötzlich angelatscht, ne? Bist du schon fertig mit CD? Ich sage, ja, guck mal hier. Und mein Vater, was ist das denn? Ich sage, ja, ich habe nur Geld für eine, die kaufe ich jetzt. Ja, okay, gut. Und dann habe ich noch ein bisschen geguckt, dann müssen wir raus. So, die nächste CD. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil gleich kackt hier mein Akku wieder ab. Ja, dann steige ich eben um auf die Webcam. Ist dann so. Die nächste CD, ich habe noch drei. Ja, vier mit der jetzt hier. Die nächste CD, da habe ich schon ein paar Mal drüber erzählt, über die Band. Aber es ist halt das Einstiegsalbum zu dieser Band für mich gewesen. Ja, die habe ich eigentlich gar nicht richtig, die CD. Ich hab das Ding nur ohne Cover-Artwork. Eigentlich tragisch, wenn ich das hier gerade so mal sehe, aber naja. Die haben wir aus dem CD-Verleih und ich habe auch das Exemplar aus dem CD-Verleih. Und es gab damals bei uns im Wandmarker halt eben zwei CDs von denen, die da immer standen und die habe ich immer in der Hand gehabt kurz und dann wieder weggestellt, weil ich dachte, nee. Ich habe die aber auch nie umgedreht, ich habe nie hinten drauf die Titel mal gelesen, weil ich immer vom Cover her schon dachte, ach, das ist irgendwie Pop, irgendwie Pet Shop Boys oder irgendwie sowas in die Richtung wird das wahrscheinlich sein, keine Ahnung. Und habe es dann einfach nur. Es geht um Def Leppard mit Adrenalise. Und ich habe die halt so aus dem CD-Verleih ohne Cover. Denen ist irgendwie. Also ich habe die gekauft, ja. Die stand da halt so. Ich habe gesagt, wo ist das Cover? Ja, ach so, ja, das ist gar nicht drin. Ich muss mal eben gucken. Und dann guckte sie da in ihren Schubladen und dann da, wo die CDs eben immer drin waren, bevor man die rausgab, ne? Nichts gefunden. Ich habe die nicht mit Cover-Artwork. Ich habe nur die CD original, aber eben ohne Frontcover. Müsste ich mal einmal rebooten, das Ding. Ja, und dann hat mein Vater hat die damals ausgeliehen. Und ich sag so, weil das Cover ist eben so ähnlich wie das hier, also diese Augeniris, nur dass da noch ganz viele Blitze so zu sehen sind. Stromdinger so, ne? Ja. Und, da dachte ich auch, ja, ist das auch noch so Techno oder was? Naja, keine Ahnung. Und ich nehme die jetzt mit, ich höre mir die jetzt mal an, ich will wissen, was die für Musik machen. Und dann kam gleich der erste Song, Let's Get Rocked. Und dann, ohne Scheiß, ich saß daneben und habe gesagt, oh, gucken, was jetzt kommt. Hatte schon so ein bisschen Vorfreude, jetzt kommt bestimmt der letzte Scheiß und der leitet sich die noch aus. Und dann läuft dieser Song, Alter. Erstmal kommt dieses Let's Get Ich denke, alles klar. Und dann kommen diese Drums und dieses Riff und er fängt an zu singen und ich habe ohne Scheiß geheult. Weil mir da gerade klar wurde, was mir da so oft schon entgangen ist. Wie oft war ich im Laden, hab mir nichts mitgenommen, weil ich dachte, das ist wieder nichts hier. Hast du jetzt ein bisschen Geld, könntest du dir was kaufen, der Alte hat aber keinen Bock nach Kiel zu fahren, könntest du dir schön Rock-CD kaufen, aber hier ist ja nichts. Und da stand die High and Dry und die Pyromania. Und ich dachte, das ist Pop, weil die Cover so komisch sind, vor allem die von High and Dry, die Scheibe, das Cover von High and Dry, ja. Und dann hörst du das hier. Ja, hab mir daraufhin sofort die beiden CDs gekauft und war dann auch von denen sehr begeistert. Wobei die ja noch ein bisschen mehr in die kernigere, kantigere Richtung gehen, die ersten beiden Alben. Und dann die ab der Hysteria erst dieser Stil kam, aber den finde ich auch großartig, diesen Stil. Ich mag der Flapper. Ja, Let's Get Rock ist hier natürlich drauf. Make Love Like a Man finde ich großartig. White Lightning ist wunderschön. Stand Up ist auch sehr geil. Personal Property, richtig geiler Song. Wie war denn, da fehlt auch einer. I Wanna Touch You, genau, der ist auch richtig geil. Ja, gut.
Ich habe halt diese Erinnerung immer noch an diesen Aha-Effekt. So, die nächste Scheibe, ja, habe ich schon ein paar Mal erzählt eigentlich, aber es ist halt von 92, deswegen erzähle ich es nochmal. Es gab damals eine Band, die habe ich kennengelernt über Schauland und über die Reihe von Laserlight Metal Mania Records. Die hatten halt so ältere Scheiben in den 90ern nochmal, also aus den 80ern, in den 90ern nochmal neu aufgelegt mit anderem Cover-Artwork und günstiger von der Produktion her produziert, einfach so anderes Coverbild und die CDs dann alle gleich aus. Einfach nur silbern, Bandname, Albumtitel, Ende. So kann man sagen. Und dann hat eben vorher auf dieser Stempel Metal Mania, das war so ein verchromtes Rosen, geflügeltes Rose, irgendwas Ding, keine Ahnung. So. Da konntest du daran erkennen, ah, das ist eine Metal-CD. Und da habe ich die Band Stormwitch kennengelernt. Es geht jetzt um das Album Stormwitch War of the Wizards, die nicht von, von Laserlight Metal Mania ist, denn die war damals neu. Also ich hatte schon die älteren Scheiben von denen, die bei Laserlight rauskamen beide, das gab da nur zwei Stück. Und dann kam halt die ganz neu raus und ich, oh, im Review, im Metal Hammer, oh geil, neue Stormwitch, oh, und dann sah ich die Punktzahl, 2 Punkte. Und der Rezensist, ich erinnere mich immer noch an diesen Satz, und das ist auch die Erinnerung, die ich damit so ein bisschen mit verbinde. Der erste Satz, oder ja, ich glaube, der erste Satz in der Rezension war, die schlimmste akustische Katastrophe seit dem letzten Lordi-Album. Und nicht Lordi, sondern L-A-W, Lordi. Es gibt eine Band, die heißt Lordi, und keine Ahnung. Und das Album, das er meint, habe ich mittlerweile auch, und ist auch gut. Aber naja. So, und dann habe ich mir die nie geholt. Gut, fast ein Jahr später, nicht ganz ein Jahr später, stand die dann plötzlich im Karstadt für 10 Mark. Eine neue CD. Wahrscheinlich haben die auch die Rezension gelesen und daraufhin gesagt, nee, die verkauft sich nicht. Hau da den Preis. Hau den runter. Aber wirklich, eine ganze Batterie stand davon. Also bei S ganz viele, ich weiß nicht, 20 Stück oder was. Und dann habe ich mir die mitgenommen. Zu Hause reingelegt und gehört, ich so, das war so eine der ersten Male, wo ich mich gefragt habe, was ist los mit einigen Rezensisten? Ja. Super geiles Heavy-Metal-Album. Ne? Okay, der Gitarrensound ist anders als auf den alten Scheiben. Ja, so ein bisschen. Aber Listen to the Stories könnte auch von Halloween sein. Ist der Opener gleich. Dann haben wir hier Magic Mirror, ist ein schöner Stampfer. Wooden Drum ist ein Ohrwurm-lastiger Tralala-Refrain-Song. War of the Wizards beginnt total episch und wird dann zu einem ruppigen Metal-Song. Dragon's Day ist sehr schön und ich finde die Ballade Fates on the Rise auch sehr schön. So. Nächstes Album, als der kleine Slane damals 16 Jahre wurde. Das war ja so, das ist ja so der erste besondere Geburtstag. Du wirst jetzt 16 und darfst jetzt Filme ab 16 gucken und sowas. Eigentlich habe ich vorher schon gemacht, aber naja. Aber du darfst eigentlich auch in Filme ab 16 ins Kino gehen. So, naja, und dann begab es sich dann halt eben, dass ich Sönke eingeladen habe zu meinem Geburtstag und eigentlich nichts weiter erwartet habe. Er hat mir eigentlich, wenn er mir was geschenkt hat, immer irgendwas, ich kann mich gar nicht erinnern, was er mir so geschenkt hat, was ich nichts Besonderes eigentlich immer. So. Und dann gibt er mir plötzlich ein Geschenk in Form einer CD. Und ich packe die aus und es ist tra 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 Tanner mit Außer Atem, den Titelsong zu meinem Intro, kennt ihr ja, Videoten, der ist hier drauf. Ich habe damals schon vorher eine Rezension dazu gelesen und da wurden die betitelt in der Rezension als Scorpions mit deutschen Texten. Und in die Richtung geht es auch tatsächlich ein bisschen, auch gesanglich sogar ein kleines wenig. Ich finde ihn allerdings ein bisschen besser als Klaus Meine sogar, den Sänger hier. Ja, und das hat halt komplett deutsche Texte. Der erste Song ist atemlos, keine Sorge, es ist kein Schlager. Und ich habe halt diese Rezension gelesen und Sönke dann davon erzählt, weil wir damals total auf dem Scorpions-Hype waren durch das Crazy World-Album. Und den muss ich mir irgendwie holen, hoffentlich finde ich den mal irgendwann. Ich habe keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, wo er die aufgetrieben hat, aber er muss sie ja irgendwo gesehen haben. Und oh, Tommy hat ja demnächst Geburtstag, ich kaufe die jetzt mal. Und dann hat er mir die geschenkt. Ich war so glücklich an diesem Tag, als ich diese CD bekam. Und das ist halt eine schöne Erinnerung an meinen 16. Geburtstag. Und ich habe jetzt diesen Song Videoten halt, mittlerweile kennt er ja aus meinem Intro. Hier sind aber auch, ich brauche jetzt hier keine Anspieltipps nennen. Das ganze Album ist durchgängig gut. Was man noch hervorheben kann, ist Ich bin krank, Frau Doktor. Das ist ein Cover zu I don't need no doctor. Von, ich weiß gar nicht, Original. War das Original von? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. So, kriege ich das nicht auf den Kopf hin. Es gibt auch eine Version von I Don't Need No Doctor von Wasp. Deswegen habe ich es gerade. Ist auch egal. So, dann kommen wir zum letzten. Ich hoffe, ich schaffe es noch hier irgendwie zu erzählen, bevor das Akku stirbt. Der stirbt ja immer früher. Letztes Mal schon bei 1 Stunde 17. Naja, so. Das letzte Ding hier. Ja, welche Band mag wohl jetzt kommen, Leute? Ich bin mit Sönke unterwegs gewesen in der Innenstadt. Abends. Ne, so. Was machen wir denn heute? Wo ist denn? Lass mal in die Stadt gehen. Nimm ein bisschen Geld mit, vielleicht wenn wir was trinken wollen oder so. Ja, alles klar, ich nehme mal mein Taschengeld mit. Und er dann eben auch, naja, okay. Jeder so 2-3 Mark, den zusammengekratzten Rest vom Taschengeld halt, ne?
Und manchmal hatten sie aber auch 3 Mark bis 5 Mark CDs im CD-Laden bei uns. Och komm, wir gucken mal bei Angebot-CDs aus Spaß. Wir haben ein bisschen geguckt, da war natürlich nichts. Trotzdem noch ein bisschen weiter rumgestöbert und dann gingen wir zum Metal-Regal. Und da stand sie. Wir konnten gar nicht glauben, was passiert gerade hier. Weil ich nichts, wir haben nichts davon gewusst. Es gab keine Vorab-Info, keine Werbung oder irgendwie vorher in irgendwelchen Zeitschriften. Nichts. Und plötzlich stand da Manowar, The Triumph of Steel. Ja. Und so mehrmals. Also die hatten halt diese Ständer, wo du so rumgrabbelst. Ne? Und dann hat eben so eine Tafel, wo dann immer so Neuheiten standen. Und eine ganze Reihe war halt eben dann diese Scheibe. So. 15 Mark. 5 Mark ungefähr hatte jeder von uns. Reichte natürlich nicht. Aber es war kurz vor Monatsende, soweit ich mich erinnere. Oder gerade kurz nach Monatsanfang, ich weiß nicht mehr genau. Und da ist normalerweise ja auch, es war auch Wochenende, nee, es war irgendwie Freitag und nächste Woche hätte es dann irgendwie Taschengeld gegeben. Irgendwie so war das. Wir wollten aber nicht so lange warten. Und so gesagt, ja, ich kann mein Taschengeld ja vorschießen lassen. Ich muss jetzt nur zur Bäckerei und dann mal eben meine Eltern anrufen. Also die haben eine zweite Bäckerei in der Innenstadt gehabt. Die Bäckerfirma, die die Eltern von Sönke betrieben haben, hatten so einen kleinen zweiten Laden in der Innenstadt. Gleich um die Ecke von diesem CD-Laden hier. Ne? Da kann man da ja hingehen und dann von da aus mit dem Firmentelefon zu Hause anrufen, kriege ich einen Taschengeldvorschuss, darf ich mir hier was aus der Kasse nehmen? Das ist ja deren Kasse, das ist ja, kann man ja miteinander abrechnen dann. So wollten wir das dann machen. Ich sage, ja, toll, scheiße, kauf mir die von der Nase weg. Hier kannst du mir wieder tagelang erzählen, wie toll die ist. Naja, ich kann dir fragen, ob ich ein bisschen mehr kriege, wenn du was zurückgibst. Ich sage, ja, ich kann auch meine Eltern dann fragen. Dann, ne? Und dann, vielleicht kriege ich das dann irgendwie die Tage. Ne? Ja, ich frage mal. 6:15? Also in der Viertelstunde machte der Laden zu. Wir, wie die Bekloppten, durch die Innenstadt gepäst, da um die Ecke. Wir mussten eine Straße und hinten nochmal über so einen großen Platz und dann dahin. Denn das ganze Telefongespräch, bis da jemand ans Telefon ging, bis wir denen überhaupt klar machen konnten, was wir überhaupt wollten. Die sind ja alle strunzdumm gewesen, die da so, hä, was, CD, Geld, Vorschuss, wie, was, hier aus der Kasse Geld nehmen, seid ihr verrückt? Lass uns doch bitte anrufen wenigstens. Ah, oh, naja. Und dann merkten wir schon, oh nein, nur noch 5 Minuten, nur noch 3 Minuten, wir hatten das Geld immer noch nicht. Und dann haben die Eltern dann sich breitschlagen lassen und gesagt, ja, wir nahmen das Geld, obwohl eigentlich schon zu spät war, sind trotzdem zurückgerannt in unserer Verzweiflung. Und dann steht da Steins, also der Chef selbst hat er bedient, ja, mit breitem Grinsen und hat den Laden extra ein paar Minuten länger gelassen, bis wir zurückkommen. Und dann konnten wir uns das Ding kaufen. Richtig geile Erinnerung. Und dann habe ich damals, das war wie gesagt vor 6 und so um 6:30 musste Sönke erstmal nach Hause Abendessen. Und ich bin dann bei mir zu Hause in der Bude geblieben, habe dann gewartet, bis er wieder kommt. Ne? Und dann haben wir da meistens bei mir gesessen den ganzen Abend oder sind durch die Straßen gelaufen oder so. Und ich habe in der Zeit, in der er Abend gegessen hat, mir das Ding auf Kopfhörer angehört und mir liefen die Tränen runter vor Freude, so geil fand ich dieses Album, kann ich anders sagen. Und ich finde es auch immer noch durchgängig gut. Das erste Stück ist ein bisschen sperrig, das geht ja wie lang? 38 Minuten oder was? Habe ich jetzt richtig in Erinnerung? Oh, das kann ja kein Schwanz lesen. Nein, 28 Minuten, da habe ich eine Zahl falsch. Gut, okay. Und trotzdem ist das sehr geil, weil es aus verschiedenen typisch Manowar-Versatzstücken besteht. Ne? Aber dann geht es halt eben los mit Metal Warriors und da hatte mich das Album auch gleich. Und dann halt eben Songs wie Spirit Horse of the Cherokee haben wir damals sehr oft gehört. Und vor allem The Power of Thy Sword, den haben wir auch, meine Fresse, haben wir diesen Song aufgehört. Und mitgegrölt, mitgeschrien, sind dazu abgegangen wie die Bekloppten. So, und natürlich Master of the Wind, finde ich auch großartig, die Nummer. Auch so ein richtiger schöner Balladenwurm, komplett unmetal. Aber... Gut, dann bin ich durch mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, vielleicht habt ihr ja wieder Lust auf eine Anregung, welches Jahr ich mir als nächstes dann vorklopfen soll. Ich mache das in unregelmäßigen Abständen, einfach wenn ich Bock habe, frei aus der Leber raus. So war es jetzt in diesem Fall auch. Ja, vielleicht hat es euch ja gefallen. Ich hoffe ja. Ich hatte einfach noch Bock, ein bisschen hier ein Video zu drehen, ein bisschen Quatsch zu reden. Mittlerweile bricht der Abend an, wie ihr seht. Anfang des Videos war noch ein bisschen heller, ne? Ja, naja, gut. Deswegen mache ich jetzt auch Feierabend. Ich bin ja auch eh durch und hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Was das sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Vermutlich ein Feedback. Ich habe einiges an Filmen geschaut, will aber auch noch einiges schauen, um die Zahl rund zu kriegen. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wann das denn soweit ist. Naja, lasst mich aber überraschen, was als nächstes kommt. Ihr kennt das ja auch eh nicht anders. So, dann wünsche ich euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut und sage bis zum nächsten Mal. Farewell.